Hallo, da sind wir mal wieder aus Straßburg, live aus dem Europaparlament quasi. Ska und Jan, wir berichten mal wieder hier von der Plenarsitzung und die war diese Woche doch ereignisreich, was so die Außenwirkung angeht. Und zwar, wir hatten eine große State of the Union-Rede mal wieder von Manuel Barroso, dem Kommissionspräsidenten, wo er erklärt hat, wie er sozusagen in den weiteren Schritten die Europäische Union weiter integrieren und voranbringen will. Und natürlich haben am gleichen Tag auch die niederländischen Parlamentswahlen stattgefunden, wo ja, Strike, glücklicherweise die Rechtspopulisten von Wilders total abgestraft wurden. Und es hat in Karlsruhe das Urteil zum Europäischen Stabilitätsmechanismus gegeben, der gebilligt wurde. Und da heißt es natürlich jetzt auch von grüner Seite mal ein bisschen daran mitwirken, dass nach dieser ganzen Auseinandersetzung es um eine richtige Krisenpolitik geht und nicht das, was Merkel macht, immer nur sozusagen auf Sicht gucken, wo wir mal eben alternativlos hin müssen. Also das ist ja irgendwie Schmarrn. Aber das war im Grunde genommen nur so das Drumherum und ziemlich viel Blabla, muss man sagen, im Europäischen Parlament. Die wirklich wichtigen Entscheidungen haben über ganz andere Dinge stattgefunden, Ska, ne? Ja, zum Beispiel Bananen. Bananen sind ja ein wichtiges Thema immer wieder im Europäischen Parlament. Und diese Woche geht es auch drum. Gestern Abend, kurz vor Mitternacht, haben wir das auch noch im Plenum diskutiert. Und zwar ist es so, dass die Europäische Union ein Handelsabkommen macht, also sogar zwei, eins mit Peru, Kolumbien und eins mit Zentralamerika. Und bei solchen Handelsabkommen macht man immer auch so eine Schutzklausel. Also wenn zum Beispiel zu viele südkoreanische Autos und Autoteile darüber hineinkommen, dann sagt man, oh, unsere deutschen Autobauern, unsere französischen Autohersteller und so, die sollen davon nicht zu sehr betroffen werden. Deswegen gibt es da so Obergrenzen. Und ja, da jetzt Peru und Kolumbien und Zentralamerika jetzt nicht so die Autoindustrie haben, hat man geguckt, was gibt es denn da noch? Und ist auf die Bananen gekommen, weil die könnten ja die europäischen Bananenbauern negativ beeinflussen. Die gibt es nämlich tatsächlich auf den Kanarischen Inseln und in unseren Überseeregionen. Und wir denken, naja, also wenn man schon ein Handelsabkommen macht und dann auch immer sagt, es sollte ja auch Entwicklungsinteressen dienen, dann müsste man doch zumindest die Bananen reinlassen, weil so viel anderes gibt es da nicht zu exportieren. Das Einzige, was wir gut finden an diesen Schutzklauseln, wie der Handelsausschuss sie vorgeschlagen hat, ist eben, dass da nicht nur Tonnenbegrenzung rein sollen, sondern es auch um Arbeits- und Umweltstandards gehen soll. Und das finden wir durchaus unterstützenswert, solange es eben nicht dazu führt, dass lateinamerikanische Bananen sofort außen vor gelassen werden. Und dann hat es ja auch generell auch noch die Frage gegeben, wie Entwicklungsländer auf dem Markt in der Europäischen Union tätig werden können. Ja, das ist auch ein tricky issue, weil momentan haben viele Länder aus Afrika, Karibik und Pazifik präferierten Marktzugang. Also bekommen weniger Zölle, also keine Zölle und so weiter und ohne Quoten. Jetzt sagt die Kommission aber, nee, das wollen wir nicht. Auch die WTO ist damit nicht so glücklich. Und deswegen sagt man, liebe Leute, ja, wir würden gerne weiter mit euch handeln, aber nur auf Grundlage von Freihandelsabkommen, wo natürlich EU-Interessen vorne draufstehen sollen und nicht Entwicklungsinteressen. Und wenn ihr das nicht unterschreibt, dann können wir da leider nichts machen. Und dann müssen wir euch leider diesen präferierten Marktzugang vorenthalten. Darum geht es heute auch. Welche Deadline soll da stehen? Da gibt es eine große Kontroverse zwischen den verschiedenen Gruppen und der Kommission. Das wird also noch spannend, wie das heute gleich bei den Abstimmungen ausgeht. Na, da müssen wir noch ein bisschen kämpfen, ne? Allerdings. Aber sag mal, Jan, was hast du denn eigentlich gemacht die ganze Woche lang? Ja, also ich habe im Grunde genommen kein großes Thema mehr auf der Tagesordnung gehabt, nachdem die Vorratsdatenspeicherung mal eben wieder runtergenommen wurde. Offensichtlich hat die Kommission da sich jetzt endgültig zu entschlossen, das Ganze eher auf nächste Legislaturperiode zu vertagen. Was natürlich schade ist, weil wir eigentlich wollen, dass das Ding endlich wegkommt. Aber wir haben dann die Zeit so ein bisschen dazu genutzt, hier in Straßburg uns ein bisschen einzuschließen und an unserem Bericht für die Datenschutzreform zu schreiben. Denn wir müssen ja diese 100-seitige Datenschutzverordnung, die von der Kommission vorgelegt wurde, irgendwie mit Änderungsanträgen verändern, sodass sie sinnvoll und gut wird und einen hohen Datenschutz in Europa gewährleistet. Und das braucht halt ein bisschen Zeit. Wir haben riesige Stapel an Lobbypapieren und irgendwelchen Stellungnahmen, die alle erstmal gelesen werden wollen. Und
Ja, da sind also wirklich viele Interessen, die da zusammenkommen. Das wird noch alles sehr kompliziert und wir müssen uns da sowieso noch sehr viel Zeit für nehmen. Aber freuen uns natürlich trotzdem, wenn oder gerade, wenn dann Leute vielleicht auch von außen noch mithelfen können, uns hier zu unterstützen bei der Arbeit, weil das wirklich wichtig ist. Die Datenschutzverordnung wird ja maßgeblich den Datenschutzstandard in ganz Europa dann bestimmen. Und deswegen sollte das ja schon möglichst gut gemacht werden. Ja, das war so ein bisschen unsere Aufgabe hier. Und beim nächsten Mal sind wir, wenn ich das richtig sehe, 5 Tage hier und in der Mitte einen Tag ohne Sitzung. Warum eigentlich, Ska? Ja, das liegt daran, dass ja der Vertrag von Lissabon auch vorsieht, dass wir 12 Wochen im Jahr hier in Straßburg verbringen, sonst würden leider die Hoteliers hier den Bach runtergehen. Und ist ja auch mal nett. Und da hat das Europäische Parlament gesagt, ist doch Schwachsinn, vor allem, weil im August ist ja eh Sommerpause. Das heißt, wir verbringen momentan immer im September 2 Wochen hier. Und haben wir gesagt, na gut, wir legen 2 Wochen in eine. Also machen wir im Oktober dann eine Woche Montag, Dienstag und eine Woche Donnerstag, Freitag und umgehen so das Ganze so ein bisschen. Ja. Aber jetzt wird der Europäische Gerichtshof darüber beschließen, weil Frankreich hat uns natürlich gleich verklagt deswegen. Und so wie es aussieht, wird er entscheiden, dass das alles nicht rechtens ist und dass wir vielleicht dann auch unsere Weihnachtsferien auch hier verbringen dürfen. Ja, dann brauchen wir wohl endlich mal eine politische Entscheidung darüber, ne? Na gut. Naja, das treibt uns also weiter um und werden wir auch im Oktober wiedersehen. Ja, bis dann. Alles klar. Bis dann. Tschüss.